Mein Name ist Elena Reumann. Ich bin Leiterin der Kinderstatisterie. Das heißt, ich organisiere und betreue die Kinder, die bei uns im Gärtnerplatztheater auftreten. Ich bin über 8000 Kilometer von München entfernt geboren, in Caracas, Venezuela. Mein Vater ist Venezolaner gewesen und meine Mutter war Deutsche. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen viel gelernt von meinen Kollegen, wie Weihnachten in der Welt gefeiert wird. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch Unterschiede. Und in Venezuela fühlt sich Weihnachten deutlich anders an als in Deutschland. Der Ort, aus dem mein Vater stammt, Barquisimeto, liegt am Äquator. Wir haben keine Jahreszeiten, das heißt, es ist immer heiß. Die Sonne geht immer zur gleichen Zeit auf und zur gleichen Zeit unter. Das empfinde ich als deutlich anders hier in Deutschland. Und das bedeutet für uns Venezolaner auch, wir sind viel draußen und verbringen die meiste Zeit eben auch draußen an Weihnachten. Und das ist natürlich deutlich anders als hier. Wir feiern Weihnachten am Abend des 24. Dezember, La Noche Buena. Wir singen viel, wir haben natürlich auch die Familie zu Gast und Freunde. Es wird viel gesungen und viel gegessen, wie überall auf der Welt. Aber es fühlt sich eben deutlich anders an. Dieses Jahr fühlt es sich auch sehr anders an. Ich konnte viele Jahre nicht mehr nach Venezuela reisen, weil es dort eine sehr schwierige politische Situation gibt. Von daher wünsche ich, dass wir alle ein friedvolles und entspanntes und gutes Weihnachten feiern können. Und ich freue mich, wenn wir uns alle wiedersehen hier im Gärtnerplatztheater. Bleibt zuversichtlich und habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit.